Vielen Dank. Ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen verstanden, wie die Aufteilung läuft. Die Leute, die sich gerne bewegen, stehen unten. Die Leute, die eher so zugucken wollen, stehen oben. Das ist einerseits sehr schön, weil es ist übersichtlich. Da kann euch da oben nichts passieren. Andererseits nagt das natürlich so ein bisschen unserem Stolz, weil wir wollen, dass ihr euch da oben auch bewegt, so wie die hier unten. Auch wenn es gefährlicher ist und ihr wahrscheinlich alle ausrutscht und auf die Fresse fliegt. Aber hey, das ist euer Risiko. Ich schlage vor, wir probieren schon mal sicherheitshalber was aus, was ihr später noch brauchen werdet. Und zwar bitte ich jetzt alle Jungs einmal ganz kurz hochzuspringen. Nicht ihr, ihr könnt das. Für alle, die auf einer Schräge stehen, auf vier. Eins, zwei, drei, vier. Gut. Sehr schön, zaghaft, aber schön. Und jetzt die Damen bitte mit Knicks vorher. Also mit Knicks springen wir einfach höher. Eins, zwei, drei, vier. Sehr, sehr gut. Und jetzt zur Belustigung der Leute hier unten und natürlich auch zu unserer eigenen, vielleicht eine kleine Hüpflaola. Männer und Frauen oder Jungs und Mädchen zusammen, ihr fangt da an, geht in die Knie und springt hoch und dann, naja, ihr wisst schon, wie eine Laola funktioniert, oder? Bis dahin, wo ich euch schon gar nicht mehr sehen kann. Auf die Plätze! Achso, erstmal, Moment, im Rock'n'Roll gibt es eine ganz wichtige Frage. Are you ready? Die richtige Antwort, okay, also auf die Plätze, fertig, hüpf! Für das nun folgende Lied, aber ich hätte gern eine bessere Welt, um darin zu leben, denn einiges an unserer, das finde ich daneben. Viel zu viel wird investiert in Waffen und in Krieg, und ich schlage vor, wir lassen das, dann haben wir mehr Geld für Musik. Ein Vorteil liegt klar auf der Hand, Musik will mich zerstören. Hey, Album tot! Ich dauernd schießen muss, hat mehr Zeit, sie zu hören. Und hätte ich das im Bundestag erzählt, dann hätte mich das Volk bestimmt gezählt. Grandios! Ich geh nicht in die Politik, das lass ich lieber bleiben. Ich will nur einen schönen Popsong schreiben. Thank you.